So, willkommen zurück zum dritten Part. Wir haben den Durchbruch fast geebnet. Die Rebellen machen, wenn das in irgendwelchen Blödsinn. Und wir müssen jetzt diese Raumstation vernichten, um den Durchbruch zu ebnen. Hier ist meine kleine, winzige, schnucklige Fähre. Ich speichere einfach mal. Einfach nur, um sicher zu gehen, aber ich habe die Mission nicht so schwer in Erinnerung. Was heißt nicht so schwer? Ich habe es am ersten Mal hinbekommen. Also, wenn man die Skills kennt, weiß ja ganz genau, der ist schlecht und... ja gut, so schlecht sind wir nicht. Aber das soll schon was heißen, dass ich mich so beim ersten Mal geschafft habe. Ist nicht so schwer. So. Der bleibt ja da in der Ecke. Hoffentlich greift ihn keiner an. Das muss weg, sonst komme ich ja nicht durch. Beziehungsweise würde mein Transporter wegknipsen. Was gibt es? In Ordnung. Ich habe gerade eine kleine Sorge. Klar zum Gefecht. Hallo, du sollst da hin? Nein. Ja, dann tu es doch. Oh, ich kann es tarnen? Das ist interessant. Stealth. So, das Ding hält ordentlich was aus. Wenn der Plan funktioniert, werden diese Schlachten kurz sein. In Bereitschaft. Wenn da funktioniert. Weicht nur dem schweren Beschuss aus, ja? Waffen geladen. So. Das Ding hält ja ordentlich aus. Also das kann schon dauern. Gegnerisches Ziel entdeckt. Ah, die Rebellen schicken ja auch mal mehr Truppen rein. Ich bin es jedenfalls. Was ist das eigentlich für ein Spezialangriff? Saugschilde. Zeit ist Geld. Denn saugt die Schildenergie. Das ist sehr interessant. Flotte, Befehlsempfang war gestört. Ja. Bitte wiederholen. Allgemein ist ja die Schild von so einer Raumstationsstufe 5 extrem stark. Das Kranke ist ja auch, der hat ja nicht nur einen davon, sondern gleichzeitig 3. Beschädigte Schiffe reparieren? Ich habe keine beschädigten Schiffe. Zumindest nicht so, dass ich sie beschädigen heißen würde. Sensorstörung. So, aber ohne Schilde sieht das Ding schon ziemlich alt aus. Da muss ich schon den Kleinkram hier alles vernichten, damit ich die Fähre ohne große Umstände dahin bekomme. Aber das Ding ist schon ziemlich schön. Massentreiber? Ah, da oben ist Spezialwaffe. Enttäuscht mich nicht. Die Konsequenzen würden euch nicht gefallen. Tot? Haben wir noch irgendwas Interessantes? Selbstzerstörer. Cool, ich könnte Selbstzerstörung machen. Was für einen Sinn das auch hat. Jetzt Selbstzerstörung, sie haben verloren, verdammt! Es gefällt mir, dass die Rebellen hier durchkommen. Halte sie auf! Vielleicht soll ich einfach versuchen... Ne, hier sind 4 von den Dingern. Das schafft der Transporter niemals. Kedalbe-Schlachtschiff einsatzbereit. Was? Aggressor? Dann warst du das, ne? Ja, Kedalbe. Der ist ja eh fast kaputt. Ich muss sowieso alle 3 kaputt machen, ne? Ja, der 3... Ja gut, Hälfte Rebellenallianz. Ich glaube, das Ziel wird sich eh gleich ändern. Na gut, Schilde abziehen, wo keine sind, kann auch keine sein. Ja, der ist tot. So. Schlachtschiff einsatzbereit. Kumpel. Bin unterwegs. Gute Fahrt. Ab geht's. Schickt eure Neuigkeiten, auch wenn ich sie schon kenne. Ich will jetzt die Clips entern. So, Durchbruch gelungen.
Schiffchen wird losgesetzt. Muss jetzt nur aufpassen, dass ich kann. Ja, komm, da ist gerade Imperium verlagert sich hier auf die Rebellen, was ich mal sehr gut finde. Das heißt, ich ziehe mich jetzt vor der Eclipse und verteidige sie. Und muss warten, bis meine Fähre ankommt. So. Sonst noch irgendwas, was ich beachten sollte? Mit Ausnahme, dass ja schon teilweise sein darf, wenn ich abnippeln. Macht schnell. Deswegen setze ich ihn bewusst hier in die Ecke hin. So gut wie jedes andere Ziel. Habe verstanden. Die setze ich, wie gesagt, hier vorne hin. Unterwegs. Er steht mir doof im Weg rum. Unterwegs. Und der muss durchkommen. Der muss auf jeden Fall durchkommen. Ich glaube, der kommt auch durch. Das Ding ist auch schon extrem angehackt. Aber das sollte hinhauen. Das müsste locker hinhauen. So, dann wenn wir die Eclipse besitzen, kommt was richtig Geniales. Was einfach nur geil ist. Und das Imperium repariert beschädigte Schiffe anhand von den Dingern hier. Deswegen haben sie jetzt gut gefühlte 4 Sternzerstörer auf einen Haufen. Ist mir egal, können sich ihre Rebellen mit befassen. Wie war das nochmal? Weiß ich es gar nicht mehr. Ach egal, wir werden es gleich sehen, wie es war. Wir nähern uns jetzt der Eclipse. Initialisiere Enter-Protokolle. Ich frage mich gerade, wie eine solche kleine Enter-Mannschaft ein so riesiges Schiff übernehmen will. Aber naja gut, nach Logik muss man hier nicht fragen. Obwohl es Star Wars ist. Wo ist das Schiff hin? Achso, der entert gerade. Ich werde ungeduldig. Wir haben die Eclipse unter Kontrolle. Die Ausrüstung ist kaum noch zu gebrauchen, aber der Superlaser ist betriebsbereit. Natürlich ist er betriebsbereit. Die Jagdsaison ist eröffnet. Okay, Zan. Der Spaß ist vorbei. Ihr wolltet das neue Spielzeug des Imperators kapern? Prima. Mal sehen, wie lange ihr es behalten könnt. Ha. Die Rebellen haben ihren Zweck erfüllt. Vernichtet sie. So, jetzt haben wir den Superlaser. Gegen was setzen wir ihn denn ein? Erstmal bestimmt gegen das, was mir am meisten abfuckt. Gegen sowas. Der Feind wird bezahlen. Oh ja, ich liebe so ein Ding. Raumstation weg. Die da hinten lasse ich nochmal in Ruhe. So. Was schießen wir denn jetzt über den Haufen? Wie wär's denn mit dir, mein Freund? Ist ja nicht so, dass ich jetzt ein Imperschiff hätte. Tschüssi! Pam! Das mag jetzt leicht unfair erscheinen, aber es hat noch einen tieferen Sinn, den werdet ihr gleich sehen. Du reparierst ein Schiff? Ich denke nicht. Sollte ich das Ding kaputt machen, damit das auch weg ist? Achso, ich soll einen rasenden Falken zerstören. Na komm, machen wir den auch weg. Was weg ist, ist weg. Abgesehen davon nervt es mich, dass das Ding da rumblinkt. So, den soll ich kaputt machen. Vielleicht macht das Imperium das doch schon für mich. So. Auch sehr, ich sag mal, interessant. Die Ausrüstung nicht zu gebrauchen, weil das Schiff halt noch im Bau ist. Ihr seht es ja. Aber der Superlaser funktioniert. Natürlich funktioniert er. Warum sollte er auch nicht funktionieren? Oh, da ist noch ein vollständig einsatzbereiter Sternzerstörer. Den machen wir mal schnell weg. Das sieht so aus, als ob das Imperium für mich einen Rasenfalken vernichtet. Umso besser. Tschüssi. Merci. Sir, der Superlaser der Eclipse ist defekt. Wir brauchen etwas Zeit für die Reparatur. Natürlich, die Rebellen hauen auf einmal alle ab.
Und jetzt muss ich mich gegen 4 Sternzerstörer behaupten, während, What? Den habe ich auch nicht in Erinnerung. Hi. Na, wo kommst du denn auf einmal her, mein Freund? Also, das habe ich nicht mehr in Erinnerung. Fuck. Okay, Supersternzerstörer ist lustig. Alter, was ist das für ein Ding? Die was? Die Anni was? Also, es gab ein paar Supersternzerstörer beim Imperium, aber mir ist nicht bekannt, dass es so viele gab. Soweit ich es im Kopf hatte, gab es, 2 oder 3. Eins wurde ja in der Schlacht von Endor vernichtet, weil es auf den Todesstern geschellt hat. Hat man ja auch gesehen im Film. Ein anderes war noch im Bau, das wurde vernichtet, in der Nähe von Fondor, meine ich. Aber von dem dritten ist es mir etwas ganz neu, also... Aber okay, den gibt's auch in den Galaxis-Eroberungsschlachten, wenn er Lord Vader in die Raumkämpfe mitnimmt, der kommandiert dann nämlich so ein Ding. Einziges Problem ist, der hat keine Schilder anscheinend. Ich vernichte erstmal den Hangar. Der heilt sich auch noch, der Penner. Das Witzige ist, der Superlaser ist ja defekt. Und ratet mal, wann er wieder aktiviert ist. Wenn wir den Supersternzerstörer vernichtet haben. Ich meine, so war das, aber ich bin mir nicht ganz so sicher. Aber so toll ist Supersternzerstörer auch wieder nicht. Der hat keine Schilde und, naja. Naja, wir müssen ihn einfach nur kaputt bekommen. Den Rest machen wir dann mit dem Superlaser. Oder hat er Schilde gehabt und ich habe ihn schon längst weggesaugt? Nee, hat er nicht. Ich habe nur eine Anzeige. Aber die Ideologie von den Supersternzerstörern ist sowieso krank, so ein riesiges Schiff zu bauen. Naja gut, sieht so aus, ob wir es dann doch noch im nächsten Part vielleicht sogar schaffen würden, die Kampagne zu beenden. Dann würde ich einfach mal sagen, packen wir alles mit in das Wochenende hinein, dann haben wir es fertig. Dann sind wir durch, dann, ja, dann kommen, sind wir fertig hier. So, alles auf den großen Drecksack konzentrieren, damit er so schnell wie möglich hinüber ist. Alter, ist das Ding riesig! Geht fast über die halbe Map, was eigentlich nur ein Viertel der Map ist, oder... Ja, wohl ein Drittel kann man... auch ein Viertel kann man sagen. Aber gut, die Eclipse ist ja nicht... Das sieht total komisch aus, das Schiff. Hier oben ist die Kommandobrücke. Sieht total komisch aus. Das gibt es übrigens nicht im Hauptprogramm, hier im Galaxieroberung. Allerdings gibt es die Eclipse in, in der Mod, glaube ich. Konnte man sie nehmen. Zumindest hat mir ein Kollege mal die Mod gezeigt. Ich meine, dass es eine Mod war. Ja, doch, war eine Mod, stimmt, eine Fanmod war das. Ganz interessant. So, aber jetzt. Nee, jetzt geht mir auf den Sack. Ja. 3 Sternzerstörer einfach nach vorne und wollen die Eclipse vernichten. Das macht keinen Sinn. Warum wollt ihr eure eigene. Warum? Stirb! Ich habe gedacht, der Supersternzerstörer ist am gefährlichsten. Stattdessen sind die 3 Dinge hier eher die gefährlichsten, weil die einfach durchfahren. Ja, gut, die Eclipse hält zum Glück einiges aus. Ja, sollte hinhauen. Machen wir erstmal die 3 hier kaputt und dann den ganzen Kokolores drumherum. Geschützbatterien geladen und einsatzbereit. Ich werde angegriffen. Sie sind nicht vorbereitet auf mich und meine Pläne. Ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Eure Verstärkung. Holen wir mal ein großes Ding. Zack. Naja, Riesenflotte. Skipray meldet sich wie bevor. Formation. Mein Netz der Korruption kann nicht verzagen. Immer so eingebildet sein. Total ironisch, dass diese Einbildung sogar richtig ist. Ja, auch nur, weil ich ihn kommentiere. Achso, der da. Schon bald wird die Galaxis mir gehören. Ah, die Eclipse feuert auf den Teilbar. Das gefällt mir nicht. Ich habe eigentlich keinen Bock, dass er mir gleich abnippelt. Greife dieses Ziel an. So. Feuern, wenn bereit. Dein Schiff ist zwar ziemlich cool, aber es hält einfach nichts aus. So, die Eclipse, die... Ja... Die hält eigentlich gut aus, aber nicht gut genug. Ich muss die 3 Sternzerstörer erstmal eliminieren. Du haust ab. Und dann bist du dran. Du hast ja schon gut geschluckt, aber... Ah, es kommt doch damit an. Unsere Massentreibergeschütze wurden vernichtet, defekt. Naja, komm, vernichte durch meine Schiffe. Kriege ich immerhin neue.
Es wird mir gerade. Die Eclipse wird angegriffen. Ich weiß. Ich habe es bereits vernommen. Na gut, die halten eh nicht mehr so viel aus. Können wir eigentlich ab hier weiterlaufen lassen. Und dann würde ich sagen, im nächsten Part vielleicht schon das Ende.